unglaublich kraftvoll und ich finde sie auch unglaublich frisch, wie wenn das gestern gemalt worden wäre. Damals gab es eine enorme Kontinuität noch zur Nazi-Diktatur. Wir wagen es, unsere Stimme zu erheben. In dieser Situation gründen die sich und ecken an jeder Ecke an. Die Spur wollte nach neuen Wegen suchen. Da wurde die Gruppe auch als produktives Störmoment genutzt. Insofern ist auch erklärbar, warum in so kurzer Zeit so viele verschiedene Phasen durchlaufen wurden in dieser Gruppe. Sie haben in der Galerie von Otto van de Loo den Maler Asger Jorn kennengelernt. Für die Spur bestimmt auch ein ganz wichtiger Impuls, sich international zu vernetzen. Guy Debord hat in Paris die Situationistische Internationale mitbegründet, die nicht weniger als die Revolution der Gesellschaft im Sinn hatte. Die Männer der Gruppe Spur rechnen sich zur großen Gemeinschaft sogenannter Situationisten. Bitte verlangen Sie hier keine Erläuterung. Die Freiheit der Kunst den sozialen Grundrechten unterzuordnen, bedeutet, die Kunst zu töten. Sie waren eben dadurch präsent, dass sie sich auf der Straße bewegt haben. Plötzlich war München die Stadt der Revolution. Die haben das ja wirklich erreicht, dass sie die erste Avantgarde-Bewegung nach 1945 in Deutschland sind. Ich glaube, dass diese Gruppen total wichtig dafür waren, dass es realpolitisch in die 68er übergegangen ist. Wir sind die Maler der Zukunft. Gruppe Spur.